Ständig fragt man sich doch, wo denn mal wieder so ein richtiger Preis-Leistungs-Bomber steckt bei den ganzen 1K-Smartphones, bei der die Hälfte der Funktionen eh nur für den reinen Flex sind. Samsung dachte sich Anfang dieses Jahres, genau so einen Bomber mal wieder auf die Ladentheken knallen zu müssen, um genau euch, die Preis-Leistungs-Jäger, glücklich zu machen, nachdem der Vorgänger schon so gefragt war. Zu Recht, sage ich. Heute geht es nämlich um ihren neuen Versuch, diese Sparte ordentlich aufzumischen. Ich schaue gemeinsam mit euch, ob das A51 sich den Preis-Leistungs-Platz auf dem Markt mit Recht verdient oder ob das alles nur heiße Luft ist. Also, legen wir los. Äußerlich fällt direkt das doch recht edle und S20-ähnliche Design auf, was natürlich in erster Linie für die Low-Budget-Bude hier spricht. Denn es soll natürlich auch noch mehr aussehen, als es gekostet hat. Typisch Preis-Leistung eben. Aber die inneren Werte müssen ja auch stimmen. Aber wartet jetzt mal kurz ab. Noch ein paar Worte möchte ich zu der äußeren Haut verlieren. Das A51 liegt wirklich gut in der Hand und ist dank der Kunststoffmaterialien auch relativ leicht. Natürlich fällt damit auch die Funktion von Wireless-Charge weg, aber sei es drum. Das gute alte Kabel tut's auch, wenn nicht sogar besser. Die angenehm schimmernde Rückseite mit der zweiten Ebene, diesem Strichmuster, sieht auch sehr frisch modern aus und lässt es ein bisschen aus der Menge stechen. Sehr gut. Die Kameraoptik ist ähnlich wie beim S20 Geschmackssache, aber mir persönlich sieht sie dennoch aufgeräumt und dezent aus. Hauptsache, sie liefert dafür auch später dementsprechend ab, ne? Ja, die Vorderseite ist mit dem bis auf die kranken Displayränder ähnlichen S20-Look von Display gecovert und sieht dementsprechend ebenfalls zeitgemäß aus. Die etwas dickeren Displayränder geben dem Gerät einen ganz eigenen besonderen Look, ähnlich dem S10e. Gefällt mir. Auch gefällt mir, dass der Kopfhöreranschluss hier wieder seinen altbewährten Platz findet und USB-C nun wohl endlich zum absoluten Standard geworden ist, denn das A51 hat ebenfalls USB-C. Stereo-Lautsprecher sind nicht vorhanden, dafür aber dennoch ausreichende Beschallung für ein paar YouTube-Reviews meinerseits und die ein oder andere WhatsApp-Audio. Mein Gott, eigentlich für alles. Es ist ein Handy. Wenn ihr richtige Musikbeschallung wollt, dann kauft euch einfach eine Anlage. So, aber wir schweifen ab. Kommen wir zu den inneren Werten. Für genügend Leistung für unsere Standard-Alltagsanwendungen sorgt der Exynos 9611, dem in Anführungszeichen nur 4 GB RAM zur Seite stehen. Im Alltag fiel das vor allem beim Stream von Videos, wenn überhaupt mal auf, wenn im Hintergrund noch mehr als eine App laufen sollte, die irgendwas anderes macht. Dann müsst ihr halt einmal in eurem Full-HD-Video 2 Sekunden warten. Macht den Brei jetzt auch nicht heißer. Meiste Zeit lief das System aber ohne Probleme. Einzig die Visual Effects, gerade Bewegungseffekte der Software, sind nicht ganz so flüssig. Ich rate euch eh, für bessere Performance diese einfach abzuschalten. Braucht eh keiner den Kram. Damit ihr auch lang genug am Tag was von dem ganzen Bums habt, steht euch der 4000 mAh große Akku lange genug zur Seite. Bei normaler Nutzung schafft ihr damit gerade so einen Tag und somit ist alles erfüllt, was wichtig ist. Für euren Datenmüll stehen euch bereits standardmäßig 128 GB zur Seite oder wahlweise 512 GB. Beide können natürlich per MicroSD-Karte noch erweitert werden. Den besten Datenmüll produziert man mit unnötigen Fotos. Also ab zur Kamera. Die Kamera des Galaxy A51 nimmt Fotos mit 48 Megapixeln auf. Eine Weitwinkelkamera mit einem relativ guten Sichtfeld von 123 Grad und 12 Megapixeln Auflösung ist ebenfalls vorhanden. Eine weitere 5 Megapixel Kamera liefert die nötigen tiefen Informationen für die schönen Bokeh-Fotos. Bei der vierten Kamera handelt es sich um eine 5 Megapixel Makrokamera. Die Frontkamera nimmt Selfies und Porträtbilder mit 32 Megapixeln auf. Klingt nicht nur gut, sondern ist in der Praxis auch absolut überzeugend bzw. ausreichend. Natürlich nicht so überzeugend wie die eines S20, gerade der Fokus will nicht immer so, wie man gerne in dem Moment hätte. Da ist ein manuelles Nachsetzen durch kurzes Antippen nötig, also schnell auf den Auslöser getippt, kann hier und da durchaus mal nach hinten losgehen. Vor allem im 48 Megapixel Modus, denn hier braucht das A51 etwas länger zum Auslösen als im normalen Modus. Der hier nach Auslösen bereits das Gerät vom Motiv wegbewegt, bekommt kein scharfes 48 Megapixel Bild mehr zu sehen. Aber absolut zufriedenstellend und für den Preis auch wirklich eine sehr gute Kamera. Eure ganzen Fotowunder könnt ihr dann auf dem 6,5 Zoll großen Super AMOLED Screen betrachten, der euch dabei eine Auflösung von 1080x2400 Pixeln liefert. Also irgendwas mit Full HD Plus oder so, ja. Aber kommen wir hier mal zu meinem Endresümee von der ganzen Butze. Also, ist es die 300 Euro um den dicken Daumen denn jetzt wert oder eher ein Griff ins Klo? Also zuerst sei erwähnt, dass es ein sehr gutes Gesamtpaket bietet zwischen Design und Leistung. So wie schon alle A-Modelle seit jeher. Ein besonderes Add-on bei dem A51 finde ich das frische Display und im Ganzen das Design eigentlich. In Kombination mit einem für den Alltag ausreichend gewappneten Prozessor und ausreichender Strompower. Der RAM könnte für den einen oder anderen etwas knapp ausfallen, wenn man sich aber richtig anstellt, stellt er eigentlich kein größeres Problem bei einer reibungslosen Benutzung im Alltag dar. Wer also wirklich nicht auf dem Performance-Trip unterwegs ist, sondern nur sein Social-Media-Zeug hier und da mal ballert auf dem Ding, der sollte für den Preis was Anständiges in die Hände bekommen mit dem A51. Also, wenn ich euch bei der Entscheidung weiterhelfen konnte, lasst gerne ein Däumchen da. Wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Und lasst auch gleich ein Abo da, das motiviert mich mega, hier weiter aktiv zu bleiben und so verpasst ihr natürlich auch kein weiteres Video, sodass man sich dann schon bald wieder sieht. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Servus.